Alles ist neu und mit diesen Worten heiße ich euch herzlichst willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 23 Torwartspielerkehre. Mein Name ist Jan vom Kanal Abgezockt. Ja, was heißt denn alles ist neu? In der letzten Folge haben wir den DFB-Pokal gewonnen, ordentlich hier Konfetti im Studio gezündet und ja, in Rot noch gekleidet, Union Berlin wieder für die Euroleague qualifiziert. Nichtsdestotrotz ist das nicht das Einzige, was jetzt neu ist, dass sie wieder neu qualifiziert sind, sondern wir schauen hier einmal rüber. Wir haben den Verein gewechselt, sind in die zweite Liga gegangen. Das ist das Erste, was neu ist, aber das ist noch lange nicht das Größte, die größte Neuerung. Die kommt jetzt gleich noch. Also wir spielen jetzt aber erstmal beim Hamburger Sportverein in unserer zweiten Saison, sind dahin gewechselt, werden hier jetzt relativ schnell wahrscheinlich Stammtorhüter werden. Und vielleicht fällt es euch auch gleich schon auf, wir gehen mal gleich rüber und was wir sportlich noch alles vorhaben, das würde nämlich jetzt ratz gehen, nämlich, es ist mit Union noch nicht aus, genau, richtig gehört, es ist mit Union noch nicht aus, was es damit auf sich hat, das gleich. Einmal aus dem Karrieremodus raus, schon siehst du das hier. Kein Problem, klick in die Videobeschreibung, da siehst du IG Vault. Klick auf den Link, das ist einer der seriösesten Partner für FIFA Coins. Hier kannst du dir jemanden raussuchen, Lieferzeit, Preis, kannst sogar anpassen, wie viel genau du haben möchtest. Klickst auf Kaufen, noch schnell unseren Rabattcode, 6% gespart, viel Spaß. Wir wurden nämlich ausgeliehen, ich habe mich ja übertrieben drüber aufgeregt, dass wir in der letzten oder im ganzen Saisonfinale, in den letzten beiden Folgen ab und zu auch mal Sort ausgewechselt wurden. Da dachte ich mir, Alter, was soll das? Und deswegen wurden wir jetzt ausgeliehen, um jetzt hier nochmal eine richtig erfahrene Zweitligasaison zu machen und dann zurück zu Union, ja? So, das ist eine neue. Dann, man sieht es hier schon, Hamburg. Zweite Bundesliga, das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren und das Ganze zum größten Teil, hoffentlich dann in der Startelf und im Highlight-Modus. DFB-Pokal wird natürlich auch ganz komplett gezockt. Ansonsten Böller, 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 wir machen hier die Saison einmal schwuppdiwupp durch, sind vielleicht wirklich nur 2, 3, 4 Folgen oder sowas, schauen wir mal, wie lange es dauern wird. Aber ich habe da richtig Bock drauf, das richtig durchzugehen. Aber auch das ist noch nicht die größte Neuerung. Eine weitere Sache ist das große 20-Kilogramm-Paket, was in den letzten beiden Folgen angekommen ist in der Aufnahmesession. Einmal das ist es hier geworden. Ein abnormal großes Tonpult, unmöglich teuer. Ja? Und das ist es hier für den Ton verantwortlich. Ich hoffe, es klingt gut. Aber auch das ist noch nicht die größte Neuerung, sondern die größte Neuerung, man sieht es vielleicht oben rechts am Bildschirmrand. Da sind keine Skillpunkte mehr. Hä? Keine Skillpunkte mehr? What the fuck? Ja. Endlich, so wie ich es mir die ganze Zeit gewünscht habe, habe ich es hinbekommen für euch. Eine Spielerkarriere ganz ohne den Skillbaum-System zu machen. Und ja. Ey, das ist voll geil. Das heißt, wir entwickeln uns einfach ganz normal weiter, wie jeder andere Spieler in FIFA auch. Ohne irgendwelche Skillpunkte verteilen zu müssen, sondern wenn wir gute Paraden machen, verbessern wir unsere Paraden. Wenn wir scheiße sind, dann verbessern wir uns auch gar nicht. So wie es sein soll. Genug gequatscht, wir starten rein und auch hier kommen wir jetzt zur letzten Neuerung, aber wirklich, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Wenn wir eingewechselt werden, überspringen wir das. Das habe ich in FIFA 22 auch gemacht, weil eingewechselt in der Zord ist einfach Schwachsinn. Aber wie gesagt, versprochen, wir werden jetzt auch gleich schon in der Startelf sein und sollte eigentlich kein Problem sein. Ein ganz kleines bisschen dauert es natürlich, bis wir tatsächlich in die Startelf kommen, aber das kriegen wir auch so hin. Und natürlich absolut das einzige Ziel, was hier kommen soll und muss, ist natürlich Aufstieg. Ganz klar. Das ist jetzt richtig bitter. Wir spielen gegen Fürth im Pokal in der ersten Runde und wir sind fast in der Startelf. Nach dem Spiel sind wir es auf jeden Fall. Weil es halt Pokal ist, das will ich schon selber zocken. Also kann ja auch sein, dass wir uns mit Hamburg jetzt in diese Saison für Europa qualifizieren. Ja, wir haben hier schon einmal gewonnen den DFB-Pokal. DFB-Pokal ist unser, ich sag mal, ja, Wettbewerb. Und das, da will ich natürlich nicht drauf verzichten. Und auch die erste Parade hier im Trikot vom Hamburger SV. Das macht auch Spaß. Jetzt fehlt halt nur das Tor. Ihr wisst ja selber, wir sind Verlängerungskönige. Teilweise auch ein bisschen was wir wieder schießen, ja. Mal schauen, ob das hier ab Runde 1 auch schon wieder so weitergeht wie in der letzten Saison bei Union. Ja, schön weitergeleitet. Oh mein Gott, ist das ein schlechter Abschluss.
nächste potenzielle, oh ja, sehr gute Chance. Von Greuther Fürth, 70. Spielminute, so langsam wird es ernst. Und ja, ansonsten Niveau-Fälligkeiten kennt er ja. Und jetzt. Oh, ist der doof, Alter. Jetzt ist es immer noch kein Tor. Wenn ihr eine, das kommt jetzt mega random, mal irgendwie einen Vlog hier aus dem Studio, eine Roomtour oder sowas haben wollt, ein bisschen hinter den Kulissen, schreibt es mal in die Kommentare. Hamburg lässt sich aber mal gerne auskontern. Klar, die müssen jetzt auch offensiv sein, ist logisch. Alter, das war aber mal eine richtige Glanzparade. Der hätte auch noch abspielen können, hat er zum Glück nicht gemacht, aber deswegen habe ich es mir so offen gelassen. Trotzdem noch gehalten. So, also, Greuther Fürth ist, man sieht es, die deutlich bessere Mannschaft. Die haben das 1-0 auf jeden Fall verdient, eher sogar noch mehr. Aber so langsam ist hier der Libero Jan auch wieder mit am Start. Wir müssen unsere Mitspieler mit nach vorne pressen. Komm schon. Einfach mal schießen. 1-1. Und jetzt kann ich sogar mal mitjubeln. Komm, ich will der Erste sein, der gratuliert. Hä, wo bin ich? What the fuck, da bin ich. So nämlich. 1-1. Die Verlängerungskönige einfach. Ich weiß auch nicht. Also... Das ziehe ich magisch an in FIFA 23. Wobei, vielleicht sind es auch einfach allgemein nur die Last-Minute-Tore, weil es ist ja noch gar nicht ganz Last-Minute. Also wir haben auch schon in solchen Wettbewerben eben wirklich 89. 90. Spielminute das Tor gemacht. Und das kann auch noch passieren. Für beide Mannschaften leider. Und Greuther Fürth, die haben ja schon einige Chancen gehabt. Jetzt bitte nicht mehr. Och nö. Alarm! So, erst Feuer aus und jetzt Greuther Fürth raus. So, das will ich jetzt haben. Und das klappt sogar! Das so viel zum Thema Last-Minute-Tore. Spiel gedreht innerhalb von wenigen, zumindest in-game innerhalb von wenigen Minuten. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir im Pokal gegen Union irgendwie treffen. Da weiß ich nicht, was die Unioner da sagen. Darf ich da überhaupt gegen die spielen? Weiß ich nicht. Das wäre schon ganz interessant. Und das war ein krasser Sprung. Und jetzt will es der HSV wissen. Jetzt will er es wissen. Der Deckel. Last Minute. Aber mal so richtig Last Minute, da sind wir die Könige. Tipptopp. Und abgepfiffen, erste Runde überstanden. Wir sind weiter in Runde 2. Und hoffentlich jetzt auch in der Startelf dadurch. Jawohl, wir haben es geschafft und schaut mal unseren Kontostand an. Ja, wir verdienen jetzt auch mehr. Gibt es ein paar Sachen? Ja, wir können nochmal eine Gehaltserhöhung, aber das ist nicht ganz realistisch. Das lassen wir nochmal außen vor. Nee, das mit dem Buch lesen machen wir auch immer noch nicht. Einen Assistenten, ich weiß nicht, wieso sollte irgendein Zweitligator irgendwie einen Assistenten oder so. Das ist so Privatstylisten, sind wir so weit. Ein Sprachlehrer, nee, das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich es einfach verpflichtet, okay. Weil ich eigentlich nur gucken wollte, was es genau ist, aber gut, dann machen wir das. Ja, komm, bei Media Producer machen wir auch direkt hier Private Stylisten irgendwie. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Weißt du, was jetzt Sinn macht? Wir kaufen eine Ehrenloge und zwar bei Union Berlin. Wenn wir mal Zeit haben, da nämlich den Unionern zuzuschauen, wie sie in der Euroleague zum Beispiel spielen. Ja, ich meine, ist ja klar. Ne? Donnerstags, was hat Hamburg davor? Nichts. Außer vielleicht mal Training machen, aber nicht um 20 Uhr abends. Da kann man Euroleague gucken. Jetzt haben wir erstmal gut 100.000 ausgegeben. Lassen wir es mal dabei. So, und wir sind immer noch in der Stadt. Genau zu diesem Punkt wollte ich hinkommen. Und natürlich nach, ja, 2 Spielen. Gut, die Tabelle, tschüss. Also da können wir noch gar nicht drauf gucken. Aber wir machen jetzt so, außer bei wirklich richtig krassen Duellen oder sowas. Es wird es nicht viele in der zweiten Liga geben. Oder am Ende irgendwie der Saison, wenn es irgendwie richtig um Aufstieg nochmal so die letzten wichtigen Games oder sowas. Ja, die werden wir auch nochmal richtig spielen. Aber ansonsten... eigentlich nur Highlight-Modus. Mache ich jetzt erstmal so. Ihr könnt gerne immer Meinungen in die Kommentare schreiben, aber
Ich denke, diese leise Sau können wir einmal richtig schnell durchmachen. Das wäre mein Favorite irgendwie. So, auf geht's. Und die erste Parade auch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja klar, das ist quasi ja gerade unsere Premiere und wir führen mit 1:0. Aber es gibt jetzt einen bösen Konter. Tietz, der hat auch mal bei Eintracht Braunschweig gespielt. Ich mache das kurze Eck offen und dann schießt er natürlich auch da rein, logisch. Aber Hamburg führt wieder, sehr gut. Fehler quasi repariert, so muss es sein. Oh, der Sancho ist aber daneben. Und abgepfiffen, 3-1. Yes, yes, yes. Ja, guck, so zack, 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 zack muss das gehen und so geht's weiter. Und ich bin sogar Kapitän, jawoll. Check. Ja, das ist eine gute Laie. Klar, wir sind zwar noch richtig jung, aber wir wollen Führungsspieler werden. Und genau deswegen sind wir jetzt hier beim Hamburger Sportverein. Das ist total schlau gemacht. Ja, richtig gut. Das erste Mal auch heim. Und ja, wieder gegen Greuther Fürth. Diesmal halt aber in der zweiten Fußball-Bundesliga am vierten Spieltag. Und wie gesagt, es ist im Endeffekt ist eigentlich alles in der zweiten Bundesliga eine Art Pflichtsieg, wenn man es mal so sehen will. Und so sehe ich das auch. Also wirklich sportlich müssen wir alles gewinnen, alles rasieren. Nur im DFB-Pokal natürlich nicht, aber ansonsten alles schon. Abgepfiffen und 3-0. Okay, keine gute Chance von Fürth auf mein Tor. Das mit den Investitionen gibt es auch, aber auch da tue ich mich irgendwie, ich weiß nicht. Also ich tue mir da so richtig schwer. So in meiner Vorstellung sind wir in dieser Karriere eigentlich noch so ein richtig, ja kein Niemand, aber diese 80er Gesamtstärke und all das Geld, das ist noch so ein bisschen so, das ist eigentlich für mich too much. Das will ich eigentlich alles so noch gar nicht haben. Für mich ist diese Karriere jetzt gerade noch viel weiter unten und ich hoffe, dass es, wie gesagt, das ist ja von der letzten Saison übernommen, aber ab jetzt ohne Skillpunkte. Ich hoffe, der Fortschritt wird langsamer und dafür umso realistischer auch. Mini-Blick auf die Tabelle dafür, dass die anderen schon 5 Spiele haben und wir trotzdem noch Platz 2 sind, ist in Ordnung. Ich meine, 3 Siege, 1 Unentschieden kann passieren. Bielefeld bis jetzt, ja, perfekt gestartet. Ja, Düsseldorf führt. Ich stehe natürlich in der kurzen Ecke, weil ich da noch abdecken muss. Der Pass ist krass und dann steht es 1-0. Düsseldorf auf jeden Fall, ja, das ist eine richtig schwierige Partie jetzt. Oh, jetzt wird es noch schwieriger und den halte ich. Den muss er natürlich eigentlich viel höher spielen. Trotzdem immer noch 1-0. Und der kann einfach unbehelligt da lang gehen, wie unten für uns. Ja, Alter, Leute. Wie krass ist das bitte? Wie krass ist das hier, unsere Last-Minute-Goals oder zumindest in der Schlussphase, wie Hamburg ja richtig stark ist, Spiel gedreht. Geil. Ah, das ist jetzt mal wieder FIFA hat reingehauen. Also was richtig geil ist, dass wir jetzt gegen die Hertha spielen. Die sind ja tatsächlich, jetzt sind ja abgestiegen, ne? Letzte Saison. Wir haben die mit Union quasi den Abstieg für die besiegelt. Die sind in der zweiten Liga jetzt. Das ist schon mal ziemlich geil, aber man hat natürlich mit denen jetzt einen großen Konkurrent, wobei die nur auf Platz 4 sind. Aber gut, am Anfang der Saison alles in Ordnung, ja. Aber es war jetzt gerade irgendwie 1,5 Wochen oder sowas Pause und ja, man bekommt halt immer diesen scheiß Abzug, wenn man nicht trainiert. Aber ich will nicht trainieren, weil ich nicht so schnell gut werden will. Ah, das ist nervig. Deswegen ja, jetzt hier aus der Startelf raus, aber den Höhepunkt, den will ich jetzt hier dann doch nochmal spielen, weil, ey, als Unioner müssen wir wegknallen hier. Konter, Hertha, Abspielmöglichkeit ist auch da. Ich muss rauskommen und parieren den Ball nochmal aufstehen und, ja. Jawohl. Führung 1-0. Das müssen wir jetzt nur halten, aber wie gesagt, wieder Konter da. Das scheint Hertha hier gerne bei uns zu machen. Oh no, oh Gott. Immer noch nur 1-0. Nein, ist das dumm. Viel zu spät entscheidet rauszukommen. Es war im Endeffekt war es die richtige Entscheidung rauszukommen. Ja, bin ich viel zu spät rausgekommen. Und dann war es natürlich in dem Moment war es die falsche Entscheidung. Ach, ist das dumm. Aber bei Hamburg gegen Hertha ist das nicht ganz so schlimm. Tabelle sieht immer noch in Ordnung aus. Natürlich würde ich mir wünschen, das mehr zu dominieren. Aber ja, immerhin noch ungeschlagen. Guck mal, an der Fragenstunde, da können wir zum Beispiel jetzt teilnehmen, ja? Und so ein Sponsorenvideo, da würde ich auch mitmachen. Das sind Sachen, die realistisch sind, die mache ich dann auch. Und die bringen sogar 50.000 Budget rein. Das ist natürlich ein Knaller.
Ja, meine Eintracht Braunschweig, die sind auch noch im September dran und gegen Saarbrücken im Pokal. Da haben wir ja richtig Glück, das ist die zweite Runde. Das in der nächsten Folge. Es geht ja ratzfatz hier. Ja, krass. Nürnberg auch 13 Punkte, wir 14 Punkte. Also das ist wichtig hier zu gewinnen. Ach nö, 11 Meter und dann fühlen wir noch nicht mehr. Aber gut, 11 Meter Kilodopoulos. Falsch, okay, das gibt's nicht. Das ist peinlich. Das passiert mir selten. Aber man hat es am Ende doch deutlich gesehen. Ich habe einfach nur, mein Daumen war zu flink. Ah, aber 1-1. So will ich das sehen. Die Chance ist natürlich wieder gigantisch, aber ich bin auch gigantisch bei 1 gegen 1 Situationen. Und den halte ich auch. Der war ja eigentlich von der Chance noch fast noch besser als die Chance davor, wenn das überhaupt geht. Aber ja, guck, Elfmeter nicht gehalten und dann sowas halten. Ne? Das ist klar. Und ey, wieso haben die hier so viele Konter? Aber auch das ist wieder meins. Und bitte, jawohl, ey, die Schlussphase ist einfach Hamburgs. Das ist. Ist aber manchmal auch in echt so, aber wobei in echt würde ich ja sagen, dass sie eher in der Schlussphase noch die Tore kassieren. Aber es fallen immer in der Schlussphase Tore bei Hamburg. Das ist schon mal safe. Ja, damit haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Spiele in einer Folge gemacht. Das ging jetzt natürlich ratzfatz, ist klar. Ich bin gespannt, wie die Folgenlänge dann am Ende das tatsächlich ist, Alter. Aber ja. Wir kommen hier gut durch die Saison und hoffentlich auch weit im Pokal. Schreibt gerne rein, was ihr von der Laie haltet, was ihr vom Video allgemein haltet und so weiter. Und hier kommt ihr natürlich noch zur Playlist und zu einem weiteren Video hier oben. Abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Danke.